So, wie fing das an? Ich brauche dein Bier. Brauche ich erstmal. Ja, wir brauchen erstmal alle ein Bier. Okay, also die Olivenpflanze, die sieht toll aus. Die ist wunderschön und die habe ich fertig gepflanzt. Kannst du da irgendwo bei dir was mischen? Also meine Pflanzen mit deinem Getränken? Wir können es halt herausfinden, ne? Nee, aber gibt es da einen Ort, wo du das machen kannst? Ich habe hier so einen großen Bottich, da kann ich zwei Getränkebehälter reinpacken. Und es gibt noch so ein Gerät, da kann ich drei Sachen reintun, aber da weiß ich noch nicht, was ich da reintun kann. Vielleicht die Fruits. Das Einzige, wo wir drei Sachen mischen müssen, ist bei dem Endgetränk, mit dem Todesgedöns für die Pflanze. Ansonsten habe ich hier so ein Bottich, wo ich zwei Sachen reintun kann. So ein großer Bottich ist das. Ich weiß aber nicht. Da hatte ich eben das Grüne, was du mir rübergeschickt hattest, und ein Bier von mir zusammen zu einem grünen Getränk gemacht. Ja, okay, aber du weißt nicht, ob du da Pflanzen reintun kannst, ne? No, Sir. Okay, du hast mir schon ein Bier rüber geschickt, oder was? Nee, warte, ich schick dir die Olive rüber. Roger. Weil vielleicht kannst du ja dann meine Pflanzen da reintun und dein Bier, weil du hast ja gesagt, die beiden ergeben rot oder sowas. Viel Spaß, Tiger. Das so ist. Wenn was so ist. Ich verstehe gar nicht, wieso. Also, was wolltest du jetzt? Guck doch mal in den Zug. Ja, hier ist rot. Und jetzt? Ja, brauchtest du nicht rot? Ja, bei mir sind da rot, ist bei mir so ein Flash hier. Und du musst sie da zusammenbauen, hast du doch gesagt. Ach so, also wir müssen am Ende brauchen wir schwarz, ja? Wir bauen am Ende schwarz, ja. Ich habe hier so eine Sprühpumpe, die muss ich dir wahrscheinlich dann mit Schwarz füllen und rüberschicken, damit du sprühen kannst mit dem Pflanzenvieh. Wahrscheinlich müssen wir gerade so eine Art Anti, hier so ein Pflanzenex herstellen. Ja, das könnte es tatsächlich sein. Gut, und wie stellen wir Schwarz her? Indem wir die Flüssigkeit, also die Getränke, die Fläschchen rot, blau und grün machen. Fläschchen? Ja, bei mir sind so kleine Gläser, so wie so Tränke aus Minecraft. Ja, wie kommen wir denn an diese Gläser? Die habe ich hier nicht. Ja, vielleicht ist es auch einfach das, was du da hast. Ja, okay, dann kannst du mir das Rote ja mal wieder zurückschicken. Ja, ich pflanze gerade ein paar Sachen ein, die wir brauchen. Ja, ich brauche auf jeden Fall nochmal diese grüne Flüssigkeit, die du mir letztens geschickt hast. Aber wofür brauchst du die denn? Ja, aus der grünen Flüssigkeit, die du mir geschickt hattest, habe ich mit dem Bier zusammen die grüne Flüssigkeit hergestellt in so einem Becher. Aber bei mir steht, du kannst die grüne Flüssigkeit herstellen, den du weißt, und so eine Kondomfrucht nehmen. Bei mir im Buch steht, ich brauche so einen Eimer grün und einen Becher gelb und daraus wird ein Becher grün. Wo ist denn der Unterschied zwischen Becher und Eimer? Naja, dass der Eimer ist so ein größeres, so ein Fass-ähnliches, so ein Eimer halt. Die drei Sachen, die du hast. Du hattest doch grün, lila und irgend noch eine andere Farbe in so einem Eimer. Ich schicke dir einfach mal ein paar Sachen rüber, Ja, was ich dir schicke, das Bier, das ist zum Beispiel in einem Becher, in so einem Trinkbecher. ja. Ja, okay, ja. Und das Rote vorhin auch. Genau, und die Sachen, die du mir letztes Mal alle drei erstmal zugeschickt hattest, waren in so einem Eimer, nicht in so einem Trinkbecher. Was ist das denn hier? Das und das und das. Genau, lila und dieses Gelbe, was du mir geschickt hast, sind in einem Eimer.
Ja, schick nochmal rüber, ich konnte das Coole noch nicht rüberschicken. Das Rote musst du mir dann auch nochmal zurückschicken. Ich hab's aus Versehen verkackt. Was, das Rote? Also das Rote könnte ich übrigens trinken, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wenn du noch mehr von diesen Dings Olivenfrüchten machen kannst, kannst du das Rote gerne mal trinken. Ich schicke dir Rot und Grün zurück. Kannst du keine Oliven mehr machen? Doch, warte. Ich habe hier 3, 4 Pflanzen angebaut, die halt nicht weiter wachsen. Ich weiß nicht wieso. Weil du die mit einer bestimmten Flüssigkeit düngen musst, was ich hier bei mir stehen habe. Schick mir noch mal so eine Olive. Ich habe vielleicht das Rote getrunken. Na, ja, habe ich nicht geschickt. Was passiert? Wie das Gelbe. Wie ein Bier. Okay, also. Für Schwarz brauchen wir nochmal Rot, Blau und Grün. Rot, Blau und Grün. Ich notiere mir das mal. Rot, Blau, Grün. Und die brauchen wir in so einem Trinkbecher, ja? Also bei mir stehen die in dem Rezept halt wie in so einem Trank, wie aus Minecraft so. Ja, ich verstehe. Wo wir diese Tränke herbekommen, müssen wir noch rausfinden, weil ich glaube, diese Trankfläschchen, könnte ich dann nämlich hier in dieses eine Gerät reinstellen, weil da kann ich keine Becher und sonst nichts reinstellen. Und daraus kommt dann, glaube ich, einmal diese schwarze Flüssigkeit. Aber wir müssen rausfinden, wo wir diese Becherchen herkriegen. Diese Glasfläschchen. Ja, das glaube ich auch. So, das und die Olive. So, wo waren wir denn jetzt? Also du hast jetzt den roten Trank gemacht, den brauchten wir wofür? Den roten Trank brauchst du zum Beispiel, um diese 3 Pümmel-Olive zu züchten. Okay, dann brauche ich das einmal. Ist unterwegs. Okay, ich muss kurz die 3 Pümmel-Olive suchen. Kriege ich das jetzt trotzdem noch? Yay, nice. So, daraus konnte ich ja diesen grünen Farbstoff herstellen. Dann schicke ich dir die rüber. Die musst du mit einer Olive verbinden. Dann hast du den ersten Trank. Hast du noch eine Olive oder brauchst du eine? Ich habe keine Olive mehr. Ich hatte nur die eine. Daraus habe ich den Trank gemacht. Okay, dann schicke ich dir direkt noch eine rüber, wenn du zurückschickst. So, kommt rüber. Dann haben wir jetzt diesen grünen Trank, wofür man den auch immer braucht. Und daraus muss man diese komische Pflanze hier machen. So, Olive mit was mischen? Die Olive mit dieser 3-Penisfrucht. Ich tippe mal, da kommt dann auch so ein Fläschchen raus. Ja. Was hast du gesagt? Ich habe jetzt eine leuchtend rote Flüssigkeit in einer Glasflasche. Okay. Ja, perfekt, gut. Dann können wir die nächste angehen. Das die konnte ich auch schon mal. Die ich hier habe. Zusammen mit Bier. Aber um diese Frucht zu machen, brauche ich wieder was. Und zwar, das ist die, die aussieht wie so eine grüne Jalapeno. Meinst du wie eine gelbe Jalapeno eher? Gelb-grün. Ist das so eine längliche gelbe Frucht mit so einem Blatthut? Ja, mit so Pickeln. Also, ich habe eine 3-Penis-Frucht. Ich habe eine. Die erinnert mich an dieses Pokémon mit den Wolkenflügeln, ehrlich gesagt. Das sieht aus, so ein blaues Ding mit so weißen Flügeln. Dann habe ich die Aubergine, die so aussieht, als hätte sie Tintenfischbeine. Und ich habe so eine grüne, sieht aus, also eine gelbliche Frucht, die unten spitz zuläuft, grün und oben drauf so ein kleines Palmdach hat, wie so eine, weiß ich nicht, super dünne Ananas oder wie eine vertrocknete Banane mit so einem Palmdach, keine Ahnung. Ja, das letzte ist die, die wir jetzt gerade bauen, die anderen machen wir später.
Okay, und die musst du düngen mit einem, mit einer grünen Flüssigkeit in einem Becher, die ich hergestellt habe aus dem grünen Fass, was du mir hergeschickt hast, und ein Bier. Das schicke ich dir jetzt rüber. Die musst du mit dem grünen Zeug, was ich dir gleich rüber schicke, düngen. Okay, also du hast alles dafür. Yes, sir. Okay, die musst du zusammenhauen dann gleich mit Bier. Dann hole ich mir ein Bier. Und dann kannst du mal gucken, was mit diesem Flügelding ist. Das Flügelding muss mit dem Bier zusammen gedüngt werden. Dann schickst du mir noch ein Bier rüber. So, was muss ich jetzt mit der pickligen Banane machen? Mit dem Bier mischen, ja? Ja. Das Flügelding kommt schon rüber. Das war falsch. Das war falsch. Das war kein Bier, mit dem ich das mischen musste. Ja, dann ist es vielleicht orangene Farbe. Ja, die hast du mir schon geschickt. Dann mach mal damit. Ja, jetzt habe ich kein Pickelding mehr. Das heißt, ich muss hier wieder grünes Zeug herstellen. Dafür brauche ich aber diesen grünen Farbeimer. Was brauchst du? Du hast mir am Anfang drei Farben in Eimern geschickt. Orange, lila und grün. Ja, und was brauchst du jetzt? Grün brauche ich nochmal. Kriegst du die nochmal? Ja, ja, ich kann die nochmal machen. Du erkennst das übrigens, ob es ein Becher ist oder ein Eimer, ne, auf den Bildern. Ja, bin ich drauf geachtet. Trottel. Was muss ich nochmal machen, um die picklige Dingsbums da zu machen? Du musst die picklige Banane mit dem grünen Zeug düngen, welches ich dir jetzt aber erst zusammenmischen kann, wenn du mir einen Eimer mit Grün schickst. Einen Eimer mit Grün. Er schickt mir einfach jede Farbe nochmal. Hauptsache einfach alles nochmal schicken. So, Eimer grün und Bier. Daraus bekommen wir grünen Becher. So, daraus mache ich jetzt einen Becher mit grüner Flüssigkeit und damit düngst du die Pickelbanane. Und das musst du mit orangener Farbe dann wahrscheinlich zusammenführen. Die in dem Eimer, ja. So, dann habe ich dir das Flügelding gebracht und dann brauche ich hier so ein so eine Schildgedöns. Da ist so ein blauer Ball mit so vier Aalen, die so rausgucken. Hä? Diesen blauen Ball mit diesen vier Aalen, die da rausgucken, hast du mir schon geschickt? Nee, das war der Flügel, oder nicht? Den auch, aber diesen blauen. Du hast einmal gesagt, ey, ich schick dir mal ein paar Sachen und da war dieser blaue Aal dabei. Ja, dann habe ich den vielleicht schon gemacht. Ja, dann mach den. Die weiße Flüssigkeit in einem Glasfläschchen ist jetzt übrigens auch drin in dem Gerät. Wir brauchen noch eine Flüssigkeit. Nein, die weiße Flüssigkeit brauchen wir nicht dafür. Ich habe die weiße Flüssigkeit wieder aus dem Gerät rausgenommen. Tiago, was hast du mir hier für eine weiße Flüssigkeit? Ach nee, ich habe eine weiße Flüssigkeit gemacht. Soll ich dir eine weiße Flüssigkeit schicken, Tiago? Nein, nein, die brauchen wir gleich noch. Da ich ja kein Rezept habe, wirst du die brauchen. Okay, auf jeden Fall. So, was müssen wir jetzt machen als nächstes? Die Flügelfrucht mit den vier Aalenfrucht. Roger. Flügelfrucht. Was hast du jetzt? Eine blaue? Vier Aalenfrucht. Ne, ich habe die gerade in die Tonne gedonnert und das wird jetzt gerade zu was Speziellem. Ein Fläschchen mit einer leuchtend blauen Flüssigkeit. Ja, sehr gut. Das ist die nächste Tube, die wir für schwarze brauchen. Okay, wir haben eine leuchtend rote Flüssigkeit und eine leuchtend blaue Flüssigkeit in der Glasflasche jetzt in diesem Gerät. So, als nächstes brauchen wir die weiße Flüssigkeit, die wir zusammen mit diesem
Welche ist Aubergine mit Tintenfischbeinen? Ja, die habe ich. Und muss ich die jetzt mit den lilanen Eimer vielleicht mischen oder so? Wie, die hast du? Nein, ich habe jetzt diese weiße Flüssigkeit. Die Milch. Ja, genau. Und die musst du zusammentun mit diesem Tintenfischgedöns. Aubergine mit Tintenfischbein. Die Aubergine mit Tintenfischbein habe ich noch nicht. Die hast du mir noch nicht gemacht. Dafür brauchst du den lilanen Eimer. Damit musst du düngen. Warte, ich schicke dir den zurück. Ah, nee, kannst du ja selber holen. Was muss ich benutzen? Du musst eine Tüte mit diesen, mit der Aubergine mit Tintenfischbeinen musst du pflanzen und du musst das düngen oder gießen mit der lilanen, mit dem lilanen Fass, mit der lilanen Fassflüssigkeit. Beziehungsweise mit dem Eimer mit der lilanen Flüssigkeit. Dann kommt da so eine Aubergine mit Tentakelbeinen. Ich brauch die Lore. Ja, ist unterwegs. Also muss ich die Tintenfisch-Aubergine jetzt mit der Milch mischen, ja? Mit der Milch, genau, ja. Das müsste es ja dann gewesen sein, weil dann haben wir, glaube ich, jede Zutat einmal verwendet. Wow. Naja, ich habe theoretisch noch mehr. Ja, aber ich habe eine leuchtend grüne Flüssigkeit in so einer Glasflasche jetzt. Ja, die brauchen wir. Also die drei kannst du ja zusammen machen, die drei Flaschen. Ich habe eine Flasche mit schwarzer Flüssigkeit und einem Totenkopf drauf. Jetzt musst du die trinken. Nein, das war ein Spaß, bitte trink sie nicht. Ich hab dir da mal was geschickt. Geilo, komm her, du Fickvieh. Hoffentlich hat. Ich hab einmal gesprüht, weil ich es testen wollte, bitte sag. Nicht, dass es alles war. Ach, Gott sei Dank. Rezept für ein Desaster. Bei mir so Wachstumsschmerzen. Ich hab's ja. Ach ja, man muss ja einmal jede Seite spielen, ne? Eigentlich. Für die Errungenschaften, ja. Und jetzt kann ich an dieses Pflanzenvieh ran und aus dem Herz was ziehen. Ich kann jetzt weiterlaufen, also wenn ich gleich still bin, passiert irgendwas Verrücktes. Okay, soll ich das Ding rausziehen oder was schon mal? Warte, warte noch. Ich bin jetzt hier in einem anderen Raum. Ich bin eingesperrt in diesem Raum. Zieh am Herzen. Dann passiert bestimmt bei ihm was Verrücktes. Also wenn ihr seine Sicht sehen wollt, müsst ihr euch das wahrscheinlich als VOD auf seinem Twitch-Account angucken. Wenn ich dran denke, verlinke ich den. Da er jetzt so still ist, denke ich mal, passiert da wirklich gerade was. Ich hole mir mal eben kurz eine Decke und warte, bis er sich meldet. Kannst du mich noch hören? Haha. ja. Okay, ich kann wieder zurück in den Raum, wo wir am Anfang herkamen und da ist jetzt eine Treppe freigelegt. So, verzeiht die kurze Unterbrechung. Ja, ich bin in einem Raum, wo viele Sachen sind. Das muss ich mir erstmal hier angucken. Okay. Also, willst du noch weiterspielen? Mir ist das egal, so wie du das möchtest. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Also, es wird wahrscheinlich noch länger gehen als nur diese eine Aufgabe. Ja, okay, ich habe schon ein Rätsel, was ich glaube, ich weiß, wie es ungefähr funktioniert. Mir ist es auch egal, du kannst es auch gerne jetzt an dieser Stelle beenden. Ja, das würde ich wahrscheinlich machen jetzt. Gut, ja, dann mach das. Ja gut, dann mache ich das. Ich hoffe einfach mal, das war ein Speicherpunkt gerade, aber ich denke, das funktioniert so, dass man dann einen Checkpoint lädt später. Ja,
Ja gut, dann während Tiger wahrscheinlich jetzt in seinem seinen Stream abmoddet oder so. Ja. Während Thiago gerade seinen Stream wahrscheinlich abmoderiert, werde ich auch dieses Gleiche tun, ihm gleich tun. Verzeiht bitte die langen Phasen der Unwissenheit. Das tut mir wirklich sehr leid. Verzeiht mir auch, falls ich es vergessen habe, alles so zu cutten, wie es am besten anzuschauen ist. Vielleicht bearbeite ich das doch alles ein bisschen mehr, als ich wollte und lade es nicht einfach nur pur hoch, weil das wird ja dann super langweilig. Vielleicht überspringe ich die nervigen Sachen, die frustrierenden Sachen und kommentiere das vielleicht noch. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Wir machen dann an dieser Stelle auf jeden Fall einen Cut, falls ich die Folgen hier an Cut hochlade, was ich aber nicht glaube, weil es schon über mehrere Stunden geht. Ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr begleitet uns das nächste Mal dann noch weiter während der spannenden Reise hier in We Were Here Together. Ich bin gespannt, ob wir uns weiterhin so dämlich anstellen oder ob wir hier irgendwann mal alles finden, was wir finden wollten. Irgendwelche Typen wahrscheinlich. Ansonsten lasst es euch wie immer gut gehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht es gut und tschüss.